Ja, erstmal wieder ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Landwirtschaftssimulator 2015. Ja, ihr habt vielleicht kurz gesehen eben die Map, Canadian, irgendwas da. Ja, ist im Multiplayer-Modus hier. Ja, einen Server selber mieten werde ich nicht, da es sich eigentlich nicht rentiert für mich, weil die Serverkosten müsste ich mal wieder selber tragen. Und um alleine zu spielen, rentiert sich einfach eine Servermietung für mich nicht. Darum lasse ich das Ganze jetzt hier über meinen Rechner laufen. Wenn da irgendwie mal Interesse bestehen sollte, dass da vielleicht der ein oder andere mal mitspielen möchte, im TeamSpeak. Adresse ist natürlich wie üblich unten in der Videobeschreibung. Da gibt es einen Ordner, nennt sich irgendwie LS15 Server Mods und also Mod Server, so irgendwie so in dieser Richtung. Da ist es so, dass ich da alle Mods, die ich verwende, reingepackt habe. Mal hier mal neue Maschinen kaufen. Und wer da halt eben mitspielen möchte, müsste sich dann die Mods halt dementsprechend runterladen. Ja, ich sag euch gleich, es sind ca. 3 GB. Na, also die 3 GB müsstet ihr runterladen, denn ohne die wird es nicht funktionieren. Na, also von daher, das ist halt eben die Grundvoraussetzung. Ich spiele gerne mit Mods, weil die Map hier im Singleplayer-Modus, irgendwann finde ich das richtige Fahrzeug, ist einfach ohne Mods, ich sage einfach mal, nicht spielbar. Ne? Weil das ist einfach zu groß hier und zu weitläufig. Von daher ist das natürlich dann mit Mods wesentlich angenehmer. So, die kleine Kiste hier haben wir gerade gekauft. Mal gucken, was das Ding kann. Denn ich habe hier noch ein Feld, was abgeerntet werden muss. Oh, mal gucken. Ja, hier haben wir ein Schneidwerk von 40 Metern. Ja, ich weiß, es ist unrealistisch. Bla, bla, bla. Das Übliche. Was bammelt denn hier eigentlich da dran eben so dran rum? Aber ja, deswegen sind ja die Mods da. So, mal gucken, was passiert, wenn wir diese Büchse hier aufklappen. Was ist denn das, was hier so rumbammelt die ganze Zeit? Da bammelt doch irgendwas, bammelt doch da dran rum. Was ist denn das? Komisch, komisch. Naja, wollen wir mal gucken, was er kann. So, mal hier mal das Ding da. Klack. Wir war da ein taugliches Rohr dran hier? Ja, was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, wenn ich hier den Server starte, dass teilweise die Mods zum Teil geladen werden und zum Teil werden sie nicht geladen. Und jetzt zum Beispiel funktioniert die Fütterungsanlage da oben mal wieder. Die hat vorher komischerweise nicht funktioniert, wo ich eben gerade nochmal probiert hatte. Fand ich ein bisschen eigenartig, aber naja, gut. Schon komisch manchmal. Das ist mal eine taugliche Breite hier. Da kann man mal schon was mit schaffen. Befürchte, wenn ich hier den Helfer einstelle, der kommt mit dem großen Schneidwerk nicht klar. Lass mal ausprobieren. Wir lassen einfach mal einen Helfer fahren. Mal gucken, was in den Tank reinpasst. Habe ich jetzt gar nicht geguckt.
Erntemaschinen. Quatsch. Mods Erntemaschinen. Da haben wir es angezeigt. 800 PS, aber das war's. Crawler. Nö. Nicht wirklich. Achso, was ich gucken wollte, dieses komische Ding hier. Für was auch immer das ist. 100.000, 90.000, 190.000 für Nothing ausgeben, egal. Ich kaufe mal beides. Keine Ahnung, für was es ist. Habe ich gerade so gefunden hier. Kapazität 3.200. Passend zu. Da. Ein vielseitiger Ladungsträger mit einem Sechszylinder-Deutz-Motor. Unabhängig von Arbeiten, Ernte, Zerstäubung und Pflege. Des Weinbergs. Was für ein Weinberg? Ich habe gar keinen Weinberg. Ah. So, mal gucken, ob du das hier hinkriegst, die Wendung. Das sieht komisch aus, was er hier vorhat. Oder? Kriegst du das hin? Ja, gut. Naja. Wahrscheinlich nochmal nacharbeiten müssen nachher. Lass uns einfach mal überraschen. So. Was ist denn jetzt hier? Wieso guckt er sich jetzt hier erstmal drin um? Okay. Was ist das? Das dann klipsen. Ankuppeln. Okay. Vielleicht sollte man diese Füße irgendwie wegklappen können hier. Kann man da hier wegklappen? Unload. Veränderung Behälter ist 5. Okay. Geräteauswahl wechseln. Was kann man da machen? Plus, minus. Passiert nichts. Plus, minus. Passiert nichts. Veränderung Behälter hatten wir eben 6. Okay. 6 ist irgendwas wegkippen. Attach White, was ist Attach White? 8, 9. So wie diese Füße hochklappen lassen oder nicht? Rohr ausfahren, wird für ein Rohr? Gar kein Rohr. Sieht irgendwie interessant aus, aber diese Füße müssten irgendwie hoch, weil sonst geht's nicht. Veränderung Behälter Transportmodus ist 0. Was? Supports müssen entfernt werden. Würde ich ja gerne machen, aber Transportmodus Geräteauswahl wechseln. Was ist denn das hier? Änderung Transportmodus. Supports müssen entfernt werden. Da passiert irgendwas auf A8. Was passiert da? Wofür auch immer das ist. Die müsste diese blöden Füße weggehen. Licht haben wir.
Frage ist, was macht das Ding? Momentan hänge ich hier mit den Füßen fest. Veränderung Behälter. Ja, kann ich die Behälter verändern? Was aber eigentlich nicht wirklich einen Sinn macht. Tempomat funktioniert, aber nützt ja nichts. Abkoppeln. Müssen wir diese blöden Füße irgendwie einklappen können? Da vielleicht hier außen irgendwo dran rumfummeln? Support entfernen. Ah, okay. Oh Gott, jeden Fuß einzeln wegmachen. Okay. Okay. Ah ja. Einsteiganimation auch nicht schlecht. Okay. Ja. Jetzt die Frage, was macht das Ding? Sonderlich schnell ist es nicht. Kaufen wir erstmal den Acker hier. Was? Wieso kann ich mir das Feld nicht leisten? 75.000? Was ist mit meiner Kohle da oben los? Warum geht meine Kohle da gerade so drastisch den Berg ab? Stimmt da irgendwas wieder mal nicht hier? So, und den Helfer mal entlassen. Ach ja, dieses Durchschalten über I, ja, das habe ich probiert, das geht aber auch nicht wirklich besser. 92.000 gehen da rein, okay. Heißt, wir müssen jetzt mal kurz hier einen LKW finden. Nehmen wir den. Ja, nochmal wieder zu den Server-Mods. Ja, das sind knapp 3 GB inzwischen. Es kommen immer mal wieder welche dazu, weil ab und zu schaue ich halt mal bei Farming 2015mods.com mal rein und schaue da einfach mal, was es da so interessantes Neues gibt. Und ja, es sind halt öfter mal interessante Sachen dabei. Da ein 40 Meter breites Mähwerk, an das man nicht rankommt. Auch nicht schlecht. Und von daher also vielleicht auch selber mal reinschauen. Das war jetzt irgendwie ziemlich kalter. Müsste eigentlich gleich wieder stehen bleiben, weil 3600 gerade mal reingepackt hier. Da ist halt der Vorteil einfach, dass man nicht immer Stunden warten muss, bis man einen neuen Download starten kann. Wie bei, ich glaube, Modhaus-Server war das. Da ist es meistens so, dass man halt Ewigkeiten warten muss, bis man da einen Download wieder neu starten kann, wenn man da halt gerade mal was runtergeladen hat. Und das ist hier bei Farming Mods 2015 oder Farming 2015 mods.com ist das halt eben nicht der Fall. Muss ich jetzt mal anders machen hier.
Den Helfer mal entlassen hier. Jetzt fährt er mir immer wieder los hier, der Blödmann. Und da ist es so, dass man halt einfach wirklich sich den Mod aussucht, runterlädt, sich den nächsten Mod aussucht, runterlädt und so weiter. Finde ich persönlich etwas angenehmer. Weil irgendwelche Wartezeiten da, nö, habe ich keinen Bock drauf. Was wird es noch Neues geben? Fällt mir gerade ein. Ich habe heute ein Gespräch gehabt am Telefon mit der Telekom. Und es sieht so aus, als wenn es nächsten Monat bei mir vernünftiges DSL geben würde. Die grobe Schätzung liegt bei 50.000. Ja, es wird für einige wie nur 50.000, wir haben 100 und mehr. Ja, ich wohne nicht in einem Ballungsgebiet zum Glück. Ich wohne auf dem Land und von daher ist da 50.000 schon eine Menge Holz. Wir haben auch schon Kabelanschluss gehabt mit 100.000. Das ist natürlich klar angenehmer, nur hier bei uns ist es so, es wird kein Kabel geben, da das ganze Dorf hier gespickt ist mit Satellitenschüsseln. Sieht ein bisschen aus wie auf dem Mond hier teilweise. Und da wird es also kein Kabelanschluss geben. Und von daher bin ich dann mit 50.000 eigentlich schon ganz zufrieden, was hier die Internetleitung betrifft, wenn es denn dann auch ankommt. Aber das wurde zugesichert. Es ist halt einfach so, dass diese Leitungen nicht alle hier unbegrenzt verfügbar sind. Da ich aber so ein bisschen hier die Bau- und Verlegungsarbeiten von den Kabel da ein bisschen mitverfolgt habe, habe ich mir gedacht, rufst du mal gleich mal an und fragst mal, was da Sache ist. Und ja, es hieß dann halt eben, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Dachte ich mir, das ist gut. Und mal, jetzt bin ich halt mit bei den Ersten und habe halt die Option, da auf 50.000 zu kommen. Habe ich natürlich gleich wahrgenommen, weil das, was ich hier momentan habe, das sind 5.700. Da brauche ich mir keine Gedanken, um einen Livestream oder irgendwas zu machen, geschweige ihn zu gucken. Nicht? Also das alleine schon ist absoluter Horror und macht also überhaupt gar keinen Spaß. Und mit einer 50.000, denke ich mal, ist das dann schon alles etwas angenehmer. Und da lassen wir uns einfach mal überraschen, was da kommt und wie es kommt, von wann es kommt. Und dann wollen wir mal gucken. Ich denke mal, dass das Mitte bis spätestens Ende nächsten Monat soweit sein wird, dass dann hier auch was Vernünftiges an Internetleistung ankommt. Ja, und dann schauen wir mal. Dann werde ich wohl einen Livestream mal vom Minecraft-Server machen. Denn da ist einiges geplant. Ich konnte es nur halt nicht nicht umsetzen wegen der schlechten Leitung. Und von daher also zum Entladen stoppen. Ja, gut. Habe ich doch. Konnte es halt nur nicht umsetzen, weil ohne vernünftige Leitung braucht man sich da keine Gedanken machen. Das ist für jeden, der da, ich sag einfach mal, zuschaut und kriegt da eine Slideshow geboten, ist das irgendwo vollkommen daneben, finde ich. Ich habe es also diverse Male versucht, mit Reduzierung von Bild und Ton und weiß der Kuckuck. Aber es hat alles irgendwie nicht wirklich gefruchtet. Es ist irgendwie immer wieder murksbar rausgekommen. Deswegen mache ich das jetzt halt so. Ich warte einfach jetzt, bis das da vernünftig wird. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt, denke ich mal. So, packt er die Paletten jetzt übereinander oder packt er die? Okay.
Das ist ja ein bisschen unrealistisch hier, muss ich ja mal so sagen. Wahrscheinlich gehört da noch eine Reihe Holz mehr drauf. Na ja gut, diese Palettengeschichte hier, das bringt eh kein Geld wirklich. So. Dieses Ding hier, das habe ich jetzt auch erst neu. Ist eine lustige Maschine. Macht nur teilweise die Stümpfe ein bisschen sehr hoch. Weil. Plümpf. Na, so. Angebliche Schnittlänge kann man hier einstellen, aber irgendwie funktioniert das auch nicht wirklich, weil über O kann ich die Schnittlänge nicht verändern. Was ich jetzt mal probieren wollte, wenn ich hier nicht irgendwo gegenfahre. Und zwar habe ich hier irgendwo Pappeln gehabt. Ja, fahre doch einfach mal gegen den Baum gegen. Habe ich hier Pappeln in der Nähe gehabt? Da sind welche und da sind welche. Ich glaube, die sind näher dran hier. Halt, was ist das da unten? Keine Pappeln, nehmen wir die da. Gucken, ob ich die Pappeln mit dem Ding absägen kann, weil das wäre wesentlich sinnvoller. Wobei, das Problem ist, wenn die Pappeln umfallen, fallen sie manchmal ein bisschen ungünstig. Die fallen dann so, dass man, oder dass die Äste halt einfach das ganze Ding so weit vom Boden hochheben, dass man da nicht vernünftig rankommt. Oh, mal gucken. Dieser Baumtyp wird nicht unterstützt. Ja, schon Murks. Eigentlich schon Blödsinn, dieses Ding. Katze, kann ich dir mit irgendwas helfen? Ich meine, so vom Fällen her geht es natürlich schneller, ne? Aber man hat halt einfach den ganzen Baum. Und, naja. Man das hier irgendwie, dass man den tiefer ansetzt. Tja, so das hundertprozentig ist das Ding hier noch nicht ausgereift. Ich meine, es fällt sich zwar schneller, aber ist nicht so das Optimale, denke ich mal. Man macht ziemlich viel Chaos, muss ich sagen. Und es bleiben teilweise so hohe Stümpfe stehen hier, dass man da nicht mehr drüber wegkommt. Ja, ich glaube, ich bleib da lieber bei meiner alten Kombination. Die Kiste schon wieder voll hier. Ja, das wollte ich jetzt nicht, aber gut. Schalten wir halt eben mal wieder durch. Den wollte ich. Also das fällt natürlich ruckzucki abgeerntet hier. Das ist natürlich schon mal nicht das Allerschlechteste. Wenn der nicht immer gleich wieder losfahren würde. Soll ich da jetzt vorsichtig vorwärts? Entleert er den mal komplett oder nicht? Dann fährt er gleich wieder los. Ach, jetzt geht's. Okay. Das Rohr könnte bei den 40 Meter Mähwerk ruhig noch ein Tuck länger sein. Ach ja, zu den Mods nochmal. Da sind einige Mods dabei, zum Beispiel der Grasshopper. Das sind alles Mods, die lassen sich in Anführungsstrichen ganz normal bei Modhoster, Quatsch, bei Farming 2015 Mods.com runterladen. Ist überhaupt gar kein Problem. Problematik liegt dabei nur, sie werden hier auf dem Server nicht funktionieren. Zumindest
teilweise nicht, weil ich die Mods zum Teil ein bisschen modifiziert habe. Ein Mod gemoddet sozusagen. Beispielsweise beim Grasshopper habe ich die Füllmenge verändert. Bei so diversen anderen Maschinen habe ich Geschwindigkeit, hier Material, was sie transportieren können und solche Sachen habe ich da verändert. Deswegen wird es teils nicht funktionieren, dass wenn man sich die Mods normal runterlädt, da halt eben die auch gleichzeitig benutzen kann. Aber ist es ja im Endeffekt überhaupt gar kein Thema. Denn einfach auf den TS kommen. Können wir erstmal in Ruhe ein bisschen schnacken. Dann, wenn das alles ein bisschen passt, sage ich einfach mal, dann gibt es eben die dementsprechenden Rechte, damit man in den Download-Ordner reinkommt und sich die Sachen halt herunterladen kann. Und dann sollte es weniger ein Problem sein, wenn man einfach mal auch den Anweisungen folgt. Wie zum Beispiel das Anlegen eines neuen Mod-Ordners. Nicht den alten benutzen, bitte. Denn es sind, wie gesagt, Mods dabei, die sind modifiziert. Mit modifizierten Mods im Original-Mod-Ordner gibt meistens irgendwelche Probleme, habe ich festgestellt. Deswegen lieber einen neuen Ordner machen. Dann gibt es einen, oh, wie nennt sich der, Mod-Manager oder sowas in dieser Richtung. Das Symbol ist so ein kleiner schwarzer Trecker halt. Und damit kann man halt seine Mods dementsprechend, ja, ich sag mal, verwalten, modifizieren und so weiter. In dem Programm selber gibt es dann unter Settings die Option, den Mod-Ordner zu wechseln. Und man kann dann halt dementsprechend den Ordner auswählen, in dem sich die Dateien befinden. Und ja, dann das Spiel neu starten. Und dann sollten die Mods auch wirklich alle drin sein. Ja, zurück aus der kleinen Unterbrechung. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich wieder diese blöde Pfeiltaste da, den Pfeil da habe. Ja, so. War stehen geblieben. Ja, genau, der Mod-Manager. Und zwar, das Programm muss nicht installiert werden, kann einfach aus dem Ordner raus gestartet werden und funktioniert eigentlich, also bei mir funktioniert zumindest einwandfrei. Man kann sich verschiedene Mod-Ordner anlegen, die man dann dementsprechend, was man gerade wo, wie und wann spielen möchte, kann man sich diese Verzeichnisse halt dementsprechend verändern. Hey du Blödmann, was soll das? Und man muss ja nicht immer alles rausschmeißen, neu reinkopieren und wieder rausschmeißen und wieder neu reinkopieren. Es funktioniert halt einmal so. Und von daher eigentlich ein ganz sinnvolles Programm eigentlich, finde ich zumindest. Lässt sich halt auch das Spielverzeichnis verändern und also diverse andere Kleinigkeiten. Man kann aus anderen Mod-Ordnern raus Programme installieren. Lass mich doch das abtanken. Dann bist du doch leer, du Doofmann. Hey. So, stopp. Brr. So. Jetzt tanken wir die ab. Dann kannst du weitermachen. Da sind wir. Falls da Interesse bestehen sollte, was ich eigentlich nicht unbedingt glaube, denn
Dieses Programm ist eigentlich, ja, ich will mal nicht sagen kinderleicht, aber ich sag mal so, jedes fünfjährige Kind, was lesen kann, sollte das eigentlich hinkriegen. Also von daher ist es nicht so schwierig. Ja, einfach nur mal ein bisschen lesen, was steht, und dann passt das eigentlich schon ganz gut. Ja. Der schwarz getönte Scheiben hier, Tatsache. Okay. Gibt's hier Animationen? Oh, wie cool mit einer Hand, ey. Ich hab keinen Kopf. Was das da oben alles? Klimaanlage, okay. Ja, wie gesagt, also das sollte weniger ein Problem sein. Was ich auch immer wieder in den Kommentaren lesen muss, was ich nicht unbedingt nachvollziehen kann, muss ich ehrlich eingestehen, ist das Ding mit dem Brunx und dem Grasshopper. Ich habe eigentlich oft genug gesagt, geschrieben und erwähnt, was es für Möglichkeiten gibt mit dem Grasshopper, wo man den herbekommt und. Also von daher kommen immer wieder komischerweise die Kommentare, ja, wo bekomme ich den her und wie funktioniert das und warum und weshalb und so, ne? Irgendwann muss ich ehrlich eingestehen, macht es da keinen Spaß mehr drauf zu antworten. Ich tue es auch inzwischen nicht mehr, weil es ist Blödsinn, nicht? Ich meine, ich habe es oft genug geschrieben, ich habe es oft genug erwähnt, ich habe selbst da auch ein Video drüber schon gemacht gehabt. Und von daher macht es da echt keinen Spaß mehr, da irgendwelche Kommentare noch zu beantworten. Das ist nicht, weil ich keine Kommentare beantworte, im Gegenteil. Also ich beantworte gerne Kommentare, aber nicht 12.000 Mal den gleichen Kommentar. Weil irgendwann ist der mal Schluss. Vor allem schon gar nicht, wenn in der Videobeschreibung oder in den Kommentarfeld alles drin steht, was benötigt wird. Das heißt, der Link ist drin, wie es funktioniert, ist drin, wie es heißt, ist drin und all solche Sachen. Deswegen verstehe ich das nicht. Es kann natürlich sein, dass es vielleicht auch an meinem Alter liegt. Ich bin nun mal nicht mehr der Jüngste, ja, und spiele trotzdem noch. Was für ein Frevel. Nein, ist halt mein Zeitvertreib, mein Ausgleich. Und somit ja, genieße ich halt einfach die Zeit. Also ich mal ein bisschen was ausprobieren hier. Jetzt haben wir hier mal ein paar Bäumchen fällen. Weil die sollen da rein. Jetzt bin ich mal am Überlegen, mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ich den hier nehme. Zack. Umschmeißen. Gucken, ob ich den da gleich, ohne dass ich mich dabei auf den Pinsel lege, da direkt gleich reinfräsen kann. Weg ist er auf jeden Fall. So, sollte dieses Ding hier irgendwas tun. Fuel 100%, Wood 12%. Ah ja. Und was passiert jetzt? Okay. Oh, es regnet. Ja, gut, das ist jetzt hier zum Hackschnitzel machen. Naja.
das jetzt das Sinnvollste ist. Genauso, ich meine, dieses Ding hier ist auch nicht so das Sinnvollste. Da gibt es hier die Variante, die ist extremst sinnvoller. Wo wir wieder bei den Sachen mit den Kommentaren wären. Ja. Fräse. The Saw. Prunks. UN. Echt, also. Wären wir wieder bei dem Ding, ne? Relativ easy. Grasshopper, modifizierte Variante, 500.000. Normal 100. Gegen den Baum gefahren, schwupp. Weg ist er. Ja, weg ist er, wohl bemerkt. Wo ist er hin? Eigentlich sollte er jetzt da drin sein. Naja, gut, auf einem Baum kommt es jetzt nicht drauf an. Ja, diese Bäume sind hier nicht so sehr wirklich effektiv. Das muss man ganz einfach sagen. Na, komm her hier. Die machen eigentlich mehr Arbeit als sie Nährwert haben. Na, wenn man hier jetzt halt das Holz so liegen hat, hat man hier halt gemütlich durch. Klack, klack, klack. Klack, klack, klack. So. Muss da nicht so groß dran rumfriemeln hier, das dauert ja alles sonst Ewigkeiten hier. Fährt gemütlich hier durch die Gegend, sammelt sein Holz ein. So. Aber ich wollte was anderes, und zwar wollte ich an die Pappeln. Denn mit dem Ding hier kann ich die Pappeln fällen. Jetzt haben wir 36.000 drin. Mal gucken. Säge ausjustieren. Gemütlich gegenfahren. Ja, manchmal stehen die doof. Jungtier habe ich nicht. Und jetzt haben wir das Problem, das Ding fällt um und ja, er liegt doof. Ich kann jetzt mal versuchen, ob ich jetzt hier vielleicht den einen Ast absägen kann. Und dann so bis vorne runterkommt. Schubs geben. Das ist die Problematik bei den Pappeln, wenn die nämlich nicht gleich in das, nicht gleich in den Häcksler fallen. Jetzt liegt er gut. Sondern erstmal umkippen, fallen sie meistens auf die Äste. Die Äste drücken sie dann hoch. So, 36.000, 65.000. So muss das sein. So, müssen wir mal gucken, ob das beim nächsten besser klappt. Es ist, wenn die an der falschen Stelle gesetzt sind, also von der Map-Höhe her, dann kriegt die Fräse nicht gleich mit hier. Ja, gut, ich meine, sie sind ja auch nicht, eigentlich nicht dazu gedacht, dass man sie hier fällt, ne? Die sollen ja eigentlich der Optik dienen. Ja, wieder das gleiche Problem. Buff, fällt auch gleich auf die Maschine drauf. Dafür ist das Ding eigentlich gedacht, als Stumpenfräse. Aber in der Kombination hier kann man das Ganze auch ganz bequem so nutzen. So. Aber ich wollte was anderes machen, und zwar wollte ich da hinten die Baumreihe wegnehmen. Das heißt nicht die Baumreihe, sondern die eine Baumreihe am Feld.
Ich würde sagen, da juckeln wir jetzt erstmal noch hin. Fahren hier zwischendurch einmal ups, mit Schwung auf der Tankstelle. Überschlagen uns mal kurz ein bisschen. Mal schnell tanken. Bevor ich wieder wegen Spritmangel liegen bleibe. Das kann passieren. So, jetzt haben wir das Problem, aber der kann hier ein bisschen was normalerweise. Richtige Taste. Und dann können wir den hier so ein bisschen schlurren über den Boden. Hoffen, dass ich die richtige Taste jetzt erwische. Und plumps. Glück und manchmal fällt er wieder auf die Räder. So, da wollte ich hin. Das ist, weil ich die Fräse halt noch unten habe. Da bleibt man ab und zu mal hängen. Wir kippen nämlich den Kram jetzt erstmal aus hier. Ja. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Na gut, kippen wir hier den Kram erstmal aus. Geht hier noch was rein? Nö, geht nicht. Okay, schalten wir so halt durch. Also da sind wir, da müssen wir hin. Jo, Woodchips haben wir 595.000. Das ist nicht viel, weil ich habe einmal eine Million verkauft. Da war der Preis gut. Auskippen. Kipp er jetzt. Auskippen. Menü. Auskippen. Hallo. Da ist schon gar nichts mehr drin. Okay. Man kann nichts auskippen, was nicht da ist. Gut. So. Ich sag mal, das soll es erstmal hier wieder gewesen sein. Ist schon wieder viel zu lang geworden. Lang sollte es gar nicht werden. Und ich sag mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.